Oh, hi. Ich hätte gern zweimal Currywurst Promnesia. Rot-Weiß. Moment. Ja, gut. Willkommen zu Promnesia, einem neuen Indie-Horror-Game, das ich auf itch.io gefunden habe und ja, ziemlich hoch ist. Und ihr wisst ja, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, dann gucke ich auf itch.io, ob es da neue Indie-Horror-Games gibt. Und das ist die Demo zu Promnesia, die wir jetzt spielen. Ah ja. Wow, Doors. Sie können geöffnet werden. Was? Was? They can offer change for something new. Ach so, sie können etwas Neues anbieten. Okay. Und irgendwas anderes. Oh, obwohl wir hier eine super Grafikkarte haben, ruckelt das ein bisschen. Na gut. Ist ja noch Alpha. Grün. Ich hasse diese Farbe. Ich habe viel zu sehr Zeit damit verbracht und Geld. Was? Und es hat das Leben meiner Familie gekostet. Auf im Körper! Mein Gott! Und diesen Buchständer hier finde ich krass. Der ist cool. Okay, mal sehen, ob das hier was Eigenes ist oder ob das einfach nur was Zusammengewürfeltes aus dem Unity Asset Store ist. Die ersten Screenshots sahen danach aus, ohne jetzt irgendwie vorverurteilend zu sein oder so. Ja, wir können auf jeden Fall Tore öffnen. 10.15 Uhr, guck mal, genau wo die Familie gestorben ist. Ein Zeichen, oder? Ein Zeichen, ich sag's euch. Können wir da irgendwie rein? Oh, wir können nicht rennen. Jetzt mal ehrlich, wer bringt Lampen da unten an? Was für einen Sinn ergibt das? Keiner bringt da unten Lampen an. Da läuft man ja gegen. Da ist okay, ja? Aber da? Seriously? So, Türen bieten was Neues an. Ich will hier rein. Ist abgeschlossen. Sie können nichts Neues anbieten, wenn sie zu sind, nicht wahr? Dachte sich auch der Entwickler. Hallo? Unten nix, oben nix. Nirgendwo was. Vielleicht da die Seitentür noch. Oder wir gehen einfach wieder raus. Draußen regnet's. Kommen zurück. Ja, hab ich mir gedacht. Vielen Dank auch. Danke für nichts. Ja, jede Tür ist zu. Dann nehmen wir die, die schon halb aufsteht. Vielleicht kommen wir ja da wenigstens durch. Nein, kommen wir nicht. Ach, herrje. Was tun wir uns da nur wieder an? Vielleicht müssen wir irgendwas finden. Aber warte mal, da ist noch eine Tür. Ah. Das hätte ich eigentlich nochmal im Quietschen der Tür machen müssen. Können wir nicht zumachen? Nein, auf ist auf. Entschuldigung. Da stand Text. Ich habe den nicht gelesen. Tut mir leid. Aber es ist vorbei. Es ist zu schnell. Ah ja. Ein alter Sekretär. Schreibtisch. Dingsbums. Okay, tolle Füße. Wirklich toll. Wenn wir hier über die Bücher latschen, du. Und immer noch diese praktischen Lampenpositionen. Ah, ein Fernseher. Oh, den können wir benutzen. Was? Okay. War es gerade schon da? Ich will mich erst noch ein bisschen umgucken hier. Eine Laterne. Was? Warum kannst du nicht usen? Wo kommt die Musik her? Der Lobby? Seltsam. Es war kein Radio dort. Die Leiche lebt noch. Die nicht mehr. Okay. Ey, da ist das Radio. Ich weiß nicht, ob ich in diese... Ich hasse ja grün. Hat sowas von Matrix. Was? Ich mach das Radio aus und bin tot? Ernsthaft? Ja, komm. Hey, to begin. Okay, wie war das noch? Okay, wenn sie zu sind, hängst du mit dem fest. Was du da? Hängst du mit dem fest, was du getan hast? Ich muss doch da rein. Warum geht das nicht auf? Lass mich raten.
Ich muss erst gucken, ich muss jede Tür erst anklopfen. Ernsthaft. Muss ich erst jede gucken, ob jede Tür irgendwie auf ist. Und damit wir das dann wieder mal... Ich will es jetzt aber auch wissen, ne? Ich will jetzt wissen, was in diesem grünen Raum ist. Warum sind wir tot, wenn wir das Radio ausmachen? Es muss einem doch einer... Können wir hier runter? Hui! Ja, können wir. Das muss einem doch einer sagen, oder? Vielleicht sind wir jetzt auch total stuck. Und kommen da nicht mehr vorbei. Ja. Aha. Ach, wir muss... Was haben wir? Jetzt war die Maus da. Gerade eben war sie noch am Eingang. Ist ja cool. Ah. Hallo. So funktioniert das also. Pass auf, ich gehe jetzt direkt ins Grüne. Oh. Hi. Oh, Aha. Sieht aber grimmig aus. Ja, ich gehe da direkt rein. Wo bin ich? Ist es das gleiche Haus? Ich weiß nicht. Finden wir es heraus. Vielleicht finden wir wieder eine Maus. Die nenne ich dann Klaus. Soll ich das so weitermachen? Schlechte Horror-Games mache ich jetzt nur noch in Reimen. Damit eure Likes werden keimen. Ich spring mal hier runter. So. Die Tür ist jetzt aber nicht zu. Können wir jetzt wieder in die Richtung? Ich hoffe nur, ich mache kein Radio aus, sonst bin ich nämlich tot. Ich überlege gerade, ob diese Verkabelung hier gut ist. Da ist wieder das Radio. Fass nicht das Radio an. Ah ja. Das Bild. Das ist ungewöhnlich. Da ist eine Nachricht in dem Rahmen. Ja, wo denn? Ah, mein Liebster, dieser Ort ist nicht sicher und du musst so schnell wie flüchten, wie du nur kannst. Pass auf die Zeit auf. Du hast nicht viel davon. Drücke R, um aufhören zu aufhören. Drücke R, um aufzuhören zu lesen. Ja. Gut. Achte auf die Zeit. Du hast nicht viel davon. Zeit. Oh. Baby. Aha. Ich gehe mal zurück. Flüchte, wenn du kannst. Hallo. Okay. Verstehe. Ich muss in die... Wo ist Stöni hin? Mit Stöni wird der Tag noch viel schöni. Also da kann ich schon mal... Kann ich da abhauen? Oh, hier. Touch me, baby. Da bleibt mir der Gesang im Halse stecken. Okay, aber was muss ich machen? Raus? Maus? Also wir waren bei dem Bild. Wir sind den Gang lang gegangen. Wir haben uns umgedreht. Die Olle war da. Oder was auch immer das war. Das Ding halt. So. Wir müssen flüchten. Aber wir müssen die Zeit im Auge behalten. Müssen wir uns das Ding vielleicht angucken. Aber ich komme hier auch in keine Tür rein. Gehen wir mal in jede Ecke, einfach um sicher zu gehen, dass da nicht irgendein Trigger ist. Ich hätte jetzt gesagt, wir müssen da irgendwie rein. Aber geht nicht. Geht denn nicht. Okay, great. Warum sind hier die Touch-Dinger, wenn man hier nicht touchen kann? Achte auf die Zeit. Ah! 10.15 PM. Jetzt hat's Klack gesagt, irgendwo. Great. Oh, you escaped. Oh, war das. Ja, okay. Ja, gut. Ja, das war Pommes mit Promesia. Was soll ich dazu noch sagen?
Platz 1 Itch.io. Aber ich wünsche dem Entwickler viel Erfolg. Es ist vielleicht eine sehr, sehr frühe Demo. Ich, ja. Haut rein, Leute. Ciao.